Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatssekretär, auf Sie komme ich gleich noch mal zu sprechen. Lieber Paul Klimpe, bevor ich in das Thema einsteige, lassen Sie mich als Historiker noch mal sagen, wir als Historiker, wir denken ja in Generationen, das ist immer 30 Jahre. Und seit 15 Jahren, also eine halbe Generation, beschäftige ich mich mit dem Thema Urheberrecht und digitale Sammlung. Und eine Frage, die ja Paul Klimpel immer stellte, die ja ursprünglich auch als Überschrift über das heutige Symposium gestellt werden sollte, war: Was hat sich denn verändert? Und gestatten Sie mir deswegen einleitend eine persönliche Anmerkung. Was sich verändert hat, ist, dass wir Paul Klimpel haben. Das ist ganz wichtig. Denn Paul Klimpel war in meinem Leben der erste Jurist, der sich auf die Seite der Gedächtnisorganisation geschlagen hat. Vorher habe ich immer mit Juristen zu tun gehabt, die gesagt haben, wie sieht's aus und was geht nicht. Er hat Bewegung in die Sache gebracht und ich glaube, wenn man Paul Klimpel als den Ziehvater der verwaisten Werke mit bezeichnen kann, dann ist das richtig und das ist ein donnernder analoger Applaus wert. Lieber Paul. Von den Mühen der Ebene, Rechteklärung in der Praxis. Renner, jetzt komme ich gleich auf Sie zu sprechen. Die bekannte deutsche Dichterin Else Lasker-Schüler starb am 22. Januar 1945. Die berühmte deutsche Grafikerin, Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz am 22. April 1945. Und der Physiker Johannes Wilhelm Geiger, Miterfinder und Namensgeber des berühmten gleichnamigen Zählers, hauchte am 24. September 1945 sein Leben aus. Das war der geplante Einstieg von mir in diese Rede. Herr Renner, diesen Einstieg haben Sie mir schön vermasselt. Aber wenn ein Staatssekretär auf die gleiche Idee kommt wie ich, dann glaube ich, Ideen von Staatssekretären sind gut und ich habe trotzdem erlaubt, diesen Einstieg zu wählen. Denn diese Aussage, die ich gerade getroffen habe, deutet nicht darauf hin, dass ich einen Vortrag zur Sepulkrakultur halten will, sondern es war für mich ein scheinbar makabrer Einstieg in das trockene Thema Internet, Datenbanken und Urheberrecht. Was der Tod von Künstlern mit Datenbanken zu tun hat, darauf komme ich am Ende des Vortrags nochmal zu sprechen. Die digitale Revolution bietet für die Sammlung von Gedächtnisorganisationen, also auch für Museen, eine große Chance, keine Frage. Die archivierten Objekte können in den vielfältigen Formen, die jetzt auch vorgestellt worden sind, generiert mit unserem Wissenskontext, Nutzern weltweit zur Verfügung gestellt werden. Und das wollen wir als Gedächtnisorganisation auch. Daher ist es zunächst uneingeschränkt zu begrüßen, dass die Kulturpolitik fordert und fordert, große Datenbanken aufzubauen, um Digitalisate, unsere Objekte oder auch Digital Born Objects über das Netz zugänglich zu machen. Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek, sind eben zwei dieser großen Projekte, die es von uns zu bedienen gilt. Die beiden folgenden Zitate, die sozusagen aus der Entstehungsgeschichte der Europäer bekommen, belegen die Aufgabe und zeigen aber gleichzeitig das sich ergebende Dilemma. Die Aufgabe ist klar, ich habe es gesagt, europäische Kulturpolitik fordert das kulturelle und wissenschaftliche Erbe Europas für alle über das Internet zugänglich zu machen. Schließen wir das Dilemma doch gleich an. In gleichen Papieren steht auch, den Gedächtnisorganisationen wird auferlegt, dass für die Wahrung der bestehenden Urheber- und Leistungsschutzrechte Sorgen zu tragen ist. Also die Chance und gleichzeitig die Last, die auf unsere Schulter gelegt wird. Und diese zuletzt genannte Klausel macht den Gedächtnisorganisationen, vor allem den Gedächtnisorganisationen, die mit Objekten des 20. und 21. Jahrhunderts zu tun hatten, natürlich große Sorgen. Hierzu ist in gebotener Kürze jetzt doch ein Blick auf das Urheberrecht zu lenken. An der Spitze, steht das Schutz des geistigen Eigentums. Das Urheberrecht als subjektives Recht schützt die ideellen und materiellen Interessen des Urhebers an seinem Gesamtwerk. Dies heißt, das geistige Eigentum hat einen hohen gesellschaftlichen Wert,
Dem wird unter anderem durch den Paragraph 64 im Urheberrecht Rechnung getragen. Diese Regelung sieht eben diese berühmte Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers vor. Erst danach ist ein Werk gemeinfrei. Dieser Grundsatz des Schutzes wird von uns als kulturaffinen Institutionen auch nicht bestritten. Im Gegenteil. Sammelnde Institutionen schützen und pflegen das Kulturgut und damit die Werke der Urheber ebenfalls. Schutzfrist hängt ganz eng zusammen mit der Zustimmung des Urhebers oder des Rechteinhabers. Deswegen § 15 des Urheberrechts besagt, dass Nutzung des Werkes in der Schutzzeit von 70 Jahren nur mit Zustimmung des Urhebers oder seiner Rechtsnachfolger erfolgen kann. Das heißt für Museen, dass eine Nutzung von Werken innerhalb der Schutzfrist nur erfolgen kann, wenn eine entsprechende Zustimmung des Urhebers vorliegt. So, jetzt muss ich nochmal schnell schauen, jetzt sind die Folien ein bisschen durcheinander gekommen. Na? So, und hier ist einfach wichtig für unser heutiges Thema der Paragraph 19a des Urheberrechtsgesetzes. Der besagt eben, das Recht der öffentlichen Zugänglichkeit machen ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Dieses durch die Urheberrechtsreform erst 2003 eingefügte Recht, der Paragraph 19 eben, schloss für den Urheber eine Schutzlücke, die durch das neue Medium Internet entstanden war. Deutlich wird hier, dass der Gesetzgeber dem Urheber die Entscheidung darüber vorbehält, ob er das Werk unkörperlich, das heißt eben auch digitalisiert, in unserer Internetdatenbank zugänglich machen will. Für uns Museumsmitarbeiter bedeutet dies, dass wir immer prüfen müssen, ob wir eine Abbildung von einem urheberrechtlich relevanten Werk in unsere Internetdatenbanken einstellen dürfen. Grundsätzlich bestünden zumindest zwei Möglichkeiten ohne Rechtsverletzung, darum dreht es sich ja. Abbildung von Objekten, die von der Schutzfrist berührt sind, in Internetdatenbanken einspielen zu können. Die eine Möglichkeit ist eine vertragliche Regelung mit dem Urheber oder dem Rechteinhaber, also Erben, was es da auch geben mag. Oder eine gesetzliche Lösung, mithin eine Schranke im Urheberrecht. Wenn wir von Schranken im Urheberrecht reden, muss ich immer wieder vor Augen halten, das heißt, das ist eine Schranke für den Urheber, nicht für uns. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es und ich will jetzt mal ganz kurz anschauen, ob wir damit überhaupt leben können. Also vertragliche Regelung mit dem Urheber. Eine erste Möglichkeit ergibt sich dann eben aus dieser Zweckübertragungstheorie. Die Museen können beim Erwerb des Objekts, allerdings auch zu einem späteren Zeitpunkt versuchen, entsprechende Nutzungsrechte zu erwerben oder anderweitig vertraglich sich übertragen zu lassen. Und ich kann Ihnen nur raten, dort wo dies möglich ist, sollten Sie sich bei entsprechender Erwerbung von Urhebern, den Erben, eventuell auch von den Verwertungsgesellschaften, die notwendigen Rechte vertraglich garantieren lassen. Um Abbildungen in Internetdatenbanken platzieren zu können, müsste darin geregelt werden, eben eine Nutzung nach § 19a als zumindest einfaches Nutzungsrecht für die Zeit der gesetzlichen Schutzfrist. Aber für die meisten Werke, so zumindest für die Bestände des Hauses der Geschichte, und da glaube ich für alle Institutionen zu sprechen, die Objekte des 20. und 21. Jahrhunderts haben, ist der vertragliche Weg eine Illusion. Denn bei einer Vielzahl von Objekterwerbungen ist diese vertragliche Lösung überhaupt nicht möglich. So zum Beispiel Auktionserwerbungen. Gehen Sie mal auf Auktion, heben die Hand hoch und sagen, ich kaufe das Objekt, will aber das Urheberrecht dazu haben. Sotheby's, Christie's oder sonstige Auktionshäuser, lachen Sie da aus. Bei Erwerb von Dritten, die nicht Urheber sind, wie viele Werke, wie viele Objekte bekommen Sie von irgendjemandem, der gar nicht drüber nachgedacht hat? Das fängt doch beim kleinen Fotoalbum an. Wer hat denn da die Urheberrechte dran, wenn da Fotos drin sind von Bildagenturen, großen Fotografen? Oder denken Sie auch an die vielen Schenkungen, die in Ihr Haus gelangen. Hat jemand bei Ihnen schon mal bei einer Schenkung geprüft, wie die urheberrechtliche Situation ist? Ich habe da so meine Zweifel. Und damit stoßen wir auf ein Hauptproblem bei Objekten und Beständen des 20. und 21. Jahrhunderts. Wie wollen wir als Gedächtnisorganisation
denn nachträglich die Nutzung nach § 19a einholen. Ich erinnere, der kluge Gesetzgeber, und der Gesetzgeber ist ja immer klug, hat erst 2003 diese Lösung gefunden. Wenn Sie dieses Werk oder die Arbeit 2002 oder vorher erworben haben, war es noch gar nicht möglich, dass Sie die 19a im Gesetz überhaupt, im Vertrag überhaupt nennen konnten. Wie viele Rechteinhaber leben noch? Für wie viele tausend Objekte wäre Nachverhandlung notwendig? Denken Sie bei Ihren Beständen nach. Liegen diese Rechte bei Nachfahren oder bei anderen Erben? Ich will ein Beispiel aus dem Haus der Geschichte benennen. Hier verstehe ich ja auch da, dass ich die Sache konkretisiere. Wir haben 40.000 Plakate, wo die urheberrechtliche Seite geklärt werden müsste. Bei einer nachträglichen, vertraglichen Lösung müssten alle Gebrauchsgrafiker oder herausgebenden Körperschaften angefragt werden. Bei einer angenommenen Bearbeitungszeit von einer Stunde pro Objekt würden 40.000 Arbeitsstunden anfallen. Das sind 1.000 Wochen, grob gerechnet 20 Jahre Arbeitszeit. Und dann müssten wir für diese 40.000 Objekte gegebenenfalls noch Lizenzgebühren bezahlen. Und wenn Sie dann dieses Geld haben und 40 Jahre oder 20 Jahre gewartet haben bis zum letzten Objekt, dann können Sie ein Objekt in Ihre Internetdatenbank reinstellen. Eine Vielzahl der Museumsobjekte des 20. und 21. Jahrhunderts muss zudem als verwaist angesehen werden. Das heißt, die Rechteinhaber können nicht festgestellt oder ausfindig gemacht werden. Die Zustimmung des Urhebers für eine Vervielfältigung und eben auch öffentliche Zugänglichmachung, nicht mal muss ich das Wort mal auf der Zunge zu gehen lassen, da hat ein Jurist sich Gedanken gemacht, öffentliche Zugänglichmachung, also aber egal, kann nicht eingeholt werden, diese Zustimmung. Diese Werke wären jeglicher Nutzung entzogen. Sie drohten unserem kulturellen Bewusstsein verloren zu gehen. Das führt uns eben zu der zweiten Lösung, die ich vorhin angedeutet habe, eine gesetzliche Lösung. Paul Klimpel hat ja in seiner Einführung schon darauf hingewiesen, wie die Politik diese gesetzliche Lösung, nämlich die Schranke im Urheberrecht, zu den verwaisten Werken euphorisch gefeiert hat. Also Abhilfe sollte hier der Anfang 2014 in das in Kraft getretene Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke, Rest lasse ich weg, schaffen. Mit ihm wurde eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats vom Oktober 2012 in deutsches Recht umgesetzt. Laut § 61 dieses Gesetzes gilt seit dem 01.01.2014 öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Archive und Einrichtungen im Bereich des Film- und Tonerbes können Werke als verwaist einstufen. Also wir können das einstufen. Das ist ein Privileg. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, das ist wirklich ein Schritt nach vorne. Dies ist möglich, und jetzt kommt die erste Bedingung, wenn der Rechtsinhaber auch durch eine sorgfältige Suche, diese sorgfältige Suche ist wichtig, nicht festgestellt oder ausfindig gemacht werden konnte. Die Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung dieser verwaisten Werke ist dann zulässig, wenn die Institutionen zur Erfüllung ihrer im Gemeinwohl liegenden Aufgaben handeln. Ich glaube, das tun wir uneingeschränkt. Paragraph 81 Abschnitt 2 legt dann auch noch fest, was, und das ist jetzt wirklich sehr schwierig für uns, als verwaistes Werk gelten kann. Erstens, Werke und sonstige Schutzgegenstände in Büchern, Fachzeitschriften, Zeitungen, Zeitschriften und anderen Schriften. Zweitens, Filmwerke sowie Bildträger, Bild- und Tonträger, auf denen Filmwerke aufgenommen sind und drittens reine Tonträger. In der Definition der verwaisten Werke liegen die ersten Probleme des Gesetzes. Zum einen sind der Gesetzestext und die Begründung des Gesetzes aus meiner Sicht unklar formuliert. Sind nur Bücher, Filme und Tonbänder verwaist oder auch die darin enthaltenen Werke? Die Idee ist ja, sage ich mal, man hat ein Buch, da ist eine Fotografie drin, man unterhält sich über diese Fotografie, forscht danach, kriegt das Recht und dann kann die Bibliothek dies digitalisieren. Das ist ein Grundgedanke und das ist auch richtig. Aber was passiert mit dem Foto dann?
Zu vermuten ist, dass in der Tat nur diese aufgeführten Gattungen betroffen sind. Was ist also, wie gesagt, ich wiederhole mich, mit den in den Büchern abgebildeten Werken, den sogenannten Embedded Works? Zum anderen, und das ist wirklich nochmal wichtiger, sind Museen mit ihren Objektbeständen nicht bedacht. Historische Museen sammeln Kulturgut in Form von Plakaten, Karikaturen, Kunst, Gebrauchsgrafik, Urkunden, 3D-Objekten, Möbelstücke, Designobjekte, Kinderspielzeuge, Briefmarken. Das Geld, das Sie in der Tasche haben, glauben Sie, dass es urheberrechtlich nicht relevant ist? Wenn Sie es auf den Kopierer legen, die Polizei verhaftet Sie zunächst mal aus urheberrechtlichen Gründen, nicht aus Fälschungsgründen. Nicht? Das ist auch mal ein Treppenwitz. Aber wie gesagt, das Urheberrecht liegt da überall drauf. Durch diese Gesetzesdefinition sind museale Objekte schlicht und einfach nicht berührt. Das Gesetz hat nur für Schrifterzeugnisse, Film- und Tonwerke, eventuell für darin enthaltene Werke, eine Lösung gefunden. Für unsere musealen Objekte ist das Gesetz, ich muss es bedauernd feststellen, schlicht und einfach nicht relevant. Und daher ist es schon verwunderlich, wenn die politische Verwaltung dieses Gesetz gegenüber Museum, wie Paul Klimbel dies gezeigt hat vorhin, als großen Fortschritt bei der Lösung dieser digitalen Probleme benennt. Und selbst wenn das Gesetz auf durch die Regelung betroffenen Werke anwenden würde, stieße man auf Probleme. Wir haben Objekte, die in Filmen verwendet wurden, die Probe aufs Exempel gemacht. Das ist das, was Paul ja auch angekündigt hatte. Der zeitliche Aufwand ist immens groß. Paragraph 61a, wie vorhin gesagt, befasst sich mit der sorgfältigen Suche und den Dokumentationspflichten. Für die sorgfältige Suche sind mindestens die in der Anlage bestimmten Quellen zu konsultieren. Jetzt gucken wir uns die mal an. Das ist die eine Seite. Da gibt es noch eine zweite Seite davor. Die müssen es gar nicht lesen im Einzelnen. Also, Sie müssten schauen, ob bei Ihnen ein verwaistes Werk Relevanz zu diesen Institutionen hat. Also zeitlich Aufwand groß. Das sind Bibliothekskataloge, Datenbanken, Verzeichnisse für Bücher, Zeitschriften, Fotos und Filme, Informationen von Agenturen, Produzenten und weiteres. Die nutzende Institution ist dann auch noch zur Dokumentation ihrer Suche verpflichtet. Gemäß des Gesetzestextes leitet sie die Informationen wie Bestandsinhalte des verwaisten Werkes, die Art der Nutzung und anderes an das Deutsche Patent- und Markenamt in München weiter. Dieses deutsche Amt, wenn man dem anruft, sagt dann, jo, also im Gesetz steht drin, die haben das unverzüglich an das Europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante weiterzuleiten. Das steht in Paragraph 61a Absatz 4. Nun gut, also in München funktioniert es noch gar nicht, in Alicante, ja. Soweit das Gesetz. Spielen wir nur einmal das Gesetz durch. Dabei muss ich nochmal betonen, dass die von der politischen Verwaltung vermutete Annahme, die uns immer wieder in der Diskussion begegnet, falsch ist, dass wir Museen beim Erwerb von Objekten sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte geklärt haben. Und da der Paragraph 19a, ich wiederhole mich da auch nochmal, Urheberrechtsgesetz, erst 2003 eingeführt wurde, konnte das vorher ja auch gar nicht geprüft werden. Um der im Gesetz vorgesehenen sorgfältigen Suche gerecht zu werden, müssen wir, und jetzt geht es in die praktische Arbeit, erstens das Objekt ja nochmal aus dem Depot holen. Wir müssen es anschauen, um Informationen wie Herstellerangaben und Ähnliches zu erhalten, soweit es nicht in unserem Datensatz drinsteht. Zweitens, wir müssen dann die Objektakte einsehen. In dieser sind weitere Informationen zu Kauf- und Nutzungsverträgen enthalten. Drittens, nun beginnt die Prüfung mit Anfragen bei Datenbanken und Institutionen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, wie sie eben im Gesetz aufgelistet sind. Viertens, für die Dokumentation der sorgfältigen Suche müssen wir Informationen das Deutsche Patent- und Markenamt übermitteln. Die wollen und können es, wie gesagt, heute ja noch gar nicht annehmen. In der Praxis gibt es dafür auf europäischer Ebene die vorhin angesprochene Datenbank, in englischer Sprache zurzeit die Orphan Works Database. Diese Datenbank steht aber erst seit Anfang November 2014 zur Verfügung. So sieht die aus. Nach einer formalen Registrierung müssen Institutionen ihre Informationen zu verwaisten Werken in diese Datenbank per Hand eingeben. Technische Schnittstellen für eine Automatisierung der Datenübertragung gibt es nicht.
Laut Auskunft des Deutschen Patent- und Markenamtes soll die Datenbank demnächst in allen Amtssprachen der EU zu nutzen sein. Neben der Eingabe eigener verwaisten Werke durch privilegierte Institutionen wie wir steht die Datenbank der Öffentlichkeit zur Suche nach verwaisten Werken offen. Die Handhabung halte ich nach einer ersten Sichtung für äußerst praxisfern. Sind auch noch nicht ganz viele Objekte drin, muss man der Sache natürlich zugestehen, dass die erst seit Anfang November offen ist. Wir haben nun an mehreren Objekten aus unserem Haus eine sorgfältige Suche durchgeführt, um den zeitlichen Aufwand nun mal wirklich bemessen zu können. Also wir haben das bewusst aus Filmen, die bei uns gezeigt werden, auch gemacht, damit wir wirklich ein verwaistes Werk aus einem Film haben. Ich erinnere an das Urheberrecht. Beispiel, eine Fotografie des jungen Willy Brandt, die sich an einem Fernsehbeitrag des WDR, der bei uns gezeigt wird, von 1991 wiederfindet. Wir kriegen aber jetzt, in den 90er Jahren haben wir das mal bekommen, aber jetzt kriegen wir nur die Rechte, wenn wir dieses Problem gelöst haben. Nicht? Embedded Work. Zuerst müssen wir den entsprechenden, also ich mache das jetzt wieder Schritt für Schritt, was wir geprüft haben. Zunächst müssen wir den entsprechenden Filmbeitrag und die Objektakte ansehen, um nähere Informationen zu halten. Aufwand 1 Stunde. Unsere Recherche nach dem Urheber beginnen, die sich über mehrere Wochen hinziehen. Nach dem Foto suchen wir in Bilddatenbanken. Wir erkundigen uns beim WDR, der uns auf das SPD-Archiv, was immer das sein mag, verweist. Wir fragen also im Willy-Brandt-Archiv und in der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung an. Nach insgesamt 5 Stunden wissen wir, das Foto stammt aus dem Bestand B27,3 des Willy-Brandt-Archivs. Einen Hinweis zum Urheber gibt es aber dort auch nicht. An dieser Stelle brechen wir die sorgfältige Suche ab. Zuletzt müssen wir noch eine Dokumentation unserer Suche machen. Das dauert ungefähr auch nochmal 30 Minuten. Insgesamt investieren wir grob geschätzt 6,5 Stunden und können dann das Foto als verwaist einstufen. Habe ich das nochmal zusammengefasst? Noch ein zweites Beispiel. Die DDR-Zeitschrift Junge Welt von 1951 hat auf der Titelseite ein Logo der Weltfestspiele der Jugend und Studenten für den Frieden und ein Bildnis von Josef Stalin. Wir sehen uns das Original, also jetzt wieder diese Schritte. Wir sehen uns das Original und die Objektakte an, was 1 Stunde etwa benötigt. B. Wir recherchieren den Hintergrund der Zeitschrift und suchen nach möglichen Urhebern. Wir sprechen mit dem Verlagsleiter der heutigen Jungen Welt, die gibt es ja noch, die angeblich auch die Rechte an der DDR-Zeitschrift hält. Für das Logo hat angeblich das Bundesarchiv, so wurde uns dort gesagt, die Nutzungsrechte. Das Bundesarchiv war über unsere Anfrage überrascht, was mich nicht wundert. Über den Urheber kann es auch keine Auskunft geben. Das Bildnis Stalins ist ja auch urheberrechtlich belastet, ist ja nicht bloß das Logo, es wäre ja noch der Text, nicht? Das Bildnis Stalins in der Zeitschrift entspricht einem Plakat eines bereits verstorbenen russischen Künstlers, der aber nach unserer Online-Recherche in russischen Datenbanken auch durch keine russische Verwertungsgesellschaft vertreten ist. Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir hier nicht weitergesucht haben in Russland. Nach 3,5 Stunden Suche haben wir also kein abschließendes Ergebnis. C, zum Schluss die Dokumentation mit 1,5 Stunde. Insgesamt investieren wir mindestens 5 Stunden und haben kein abschließendes Ergebnis. Also wir haben das hier auch nochmal dann zusammengefasst. Das bedeutet einen durchschnittlichen Aufwand, grob gerechnet von 5 Arbeitsstunden für die sorgfältige Suche und Dokumentation eines vermeintlich verwaisten Werkes. Und das dürfte in der Tat nur die untere Grenze sein. Die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat in seinen Beständen 800.000 Objekte. Nehmen wir an, davon wären 100.000 als potenziell verwaiste Objekte zu überprüfen. Und denken Sie an die 40.000 Plakate. Nicht? Das hat sich schnell und die vielen Fotografien, die wir haben. Wir haben zum Beispiel die Sammlung industrieller Gestaltung übernommen. Nicht? Da haben damals DDR-Fotografen für eine DDR-Institution fotografiert. Wer hat denn da das Recht dran? Der Fotograf? Die DDR? Ist ja untergegangen. Nicht? Weiß man ja nicht. Wo liegen die Rechte?
Aber es müsste geprüft werden. Also deswegen habe ich jetzt einfach mal, es rechnet sich auch einfacher, 100.000 Objekte als potenziell verwaiste Werke angenommen. Dies bedeutet einen zeitlichen Aufwand für die Recherche von, Sie können es ja leicht ausrechnen, 500.000 Arbeitsstunden. Ein Mitarbeiter wäre bei einer 40-Stunden-Mache damit 240 Jahre beschäftigt. Einer. Ne? Jetzt, bei den ganzen Diskussionen ist immer nicht berücksichtigt worden, dass es auch Aufwände bei den angefragten Institutionen gibt. Ist das was bei uns? Diese Überraschung, wie wir beim Bundesarchiv anrufen, bei den Kollegen von der Ebert-Stiftung, mit denen arbeiten wir ja gut zusammen. Nicht? Aber da müssen die auch ins Archiv gehen und entsprechende Aufwände betreiben. Und das ist nirgendwo berücksichtigt worden bei den Überlegungen zu diesem Gesetz. Ein weiteres Problem des Gesetzes ist, eine starke Rechtsunsicherheit und unkalkulierbare Kosten bleiben für uns, also für uns Gedächtnisorganisationen. Die Ansprüche eines nachträglich bekannt gewordenen Rechteinhabers werden im Gesetz nicht beschränkt. In diesem Paragraph 61b heißt es, wird ein Rechtsinhaber eines Bestandsinhaltes nachträglich festgestellt oder ausfindig gemacht, hat die nutzende Institution die Nutzungshandlung unverzüglich zu unterlassen. Wir wissen, welche Revolution in Berlin stattfindet. Einer sagt, unverzüglich hat etwas zu erfolgen, da brechen ganze Mauern. Weiter. Der Rechtsinhaber hat gegen die nutzende Institution Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung für die erfolgte Nutzung. Nicht? Erfolgt, Partizip, Perfekt, Passiv. Also auf jeden Fall Vergangenheit. PPP. Die Umstände dieses Anspruchs, was den Zeitpunkt und die Höhe der Auszahlung anbelangt, bleiben unklar nach dem Gesetz. Für die nutzende Einrichtung, also für uns, besteht damit ein unkalkulierbares Kostenrisiko. Zudem wird die nutzende Einrichtung zwar auf eine sorgfältige Suche verpflichtet, aber sie hat keine Sicherheit, das Werk dann auch nutzen zu können. Ein nachträglich aufgefundener Rechteinhaber könnte die Nutzung sofort verweigern. Das ist ja auch sein Recht. Fazit. Zunächst bleibt fraglich, ob das Gesetz die Belange zeithistorischer Sammlung mit dem Schwerpunkt auf dem 20. und 21. Jahrhundert überhaupt berücksichtigt. Zudem investieren Museen mit der sorgfältigen Suche und deren Dokumentation umfangreiche Ressourcen in die Nutzbarmachung von verwaisten Werken. Dieser Aufwand ist unter den gegenwärtigen Bedingungen weder in finanzieller noch in personeller Hinsicht realisierbar. Ging man dennoch davon aus, dass sich Möglichkeiten finden ließen, verwaiste Werke zumindest in Teilen über die gesetzlich statuierte sorgfältige Suche und deren Dokumentation für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, so blieben letztlich die Risiken derart unabwägbar, dass sie für die einzelnen Institutionen den Nutzen bei weitem übersteigen. Diese Probleme können Institutionen davon abhalten, ihre verwaisten Werke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit geriet ja ein Teil unseres wertvollen kulturellen Erbes in Vergessenheit. Wie wir gesehen haben, bieten weder vertragliche Lösungen noch diese Gesetzesänderung in Bezug auf verwaiste Werke einen grundsätzlichen Ausweg aus dem anfangs geschilderten Dilemma zwischen Veröffentlichungsgebot, macht das mal, und dem Urheberschutz. Dies zumindest für Gedächtnisorganisationen, die Objekte des 20. und 21. Jahrhunderts betreuen. Sollten Sie dennoch vorhaben, eine Abbildung von Objekten in Internetdatenbanken einzustellen, in Erinnerung, jetzt komme ich gleich zum zweiten Mal zu Ihnen, also wollten Sie das trotzdem tun, ohne eine vertragliche Regelung zu haben oder ohne dass Sie nachweisen können, dass der Werkschaffende seit 70 Jahren tot ist, dann sind Sie oder Ihre Institution einer Fülle von zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen ausgesetzt, die in den Paragraphen 97 bis 111b des Urheberrechtsgesetzes geregelt sind. Das ist Unterlassung, Schadenersatz, Abmahnung, Anspruch auf Vernichtung, Rückruf, Unterlassung, Entschädigung, Straf- und Bußgeldvorschriften. Herr Renner, jetzt zu Ihnen nochmal. Das hört sich schön an, wenn wir Grauzonen belegen sollen, wie Sie es gesagt haben. Wir tun es aber auch. Aber wir brauchen Sie als Politik, wir brauchen auch die Länder. Weil Sie als Land,
wie die 16 anderen auch, sie sind ja sozusagen verantwortlich für die Kultur laut Verfassung. Und die Kultur, das bedeutet eben auch die Gedächtnisorganisation. Diese Gedächtnisorganisationen sind die Bewahrer dieses Kulturgutes 20. Jahrhunderts. Also von Ihnen, das wäre meine Bitte an Sie auch, tragen Sie das, was ich nahe zum Schluss sage, wir brauchen eine Schranke im Urheberrecht, auch in die politische Diskussion mit hinein. Und wenn Sie das tun, dann bewegen wir uns, glaube ich, weiter, auch in der Grauzone. Zumindest ich tue es. Ja. Also diese Geschichten, die ich gerade genannt habe, sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, wenn wir nach dem Prinzip des Risikomanagements Objekte mit Abbildung ins Netz stellen. Um die Dramatik in der Realität zu erläutern, möchte ich Ihnen einige Beispiele aus der Praxis einfach mal zeigen. Zunächst geht es mir einfach mal darum, das ist von DigiKult, ich habe mit der Kollegin Reda, die ist auch hier drüber gesprochen, sie hat nichts dagegen gehabt, dass ich es zeige, es ist ja auch im Internet so zu sehen. Bei einer Suche nach einem Begriff bekommen wir solche Ergebnislisten. Warum? Weil das Urheberrecht es einfach verbietet, dass wir dies mit Abbildung machen. Das kann doch nicht sein. Wenn wir genau wissen, was vorhin gesagt worden ist, die visuelle Welt ist von Bedeutung, die Digitalisate, die wir haben, dann ist doch das völlig unbefriedigend. Das ist ein zweites Beispiel, Kollegen vom DHM zeigt das auch noch. Und dieses Beispiel wäre zigmal weiter fortzuführen. An der Stelle vielleicht auch nochmal, wir als Haus der Geschichte machen so etwas nicht. Für uns gehört das digitalisierte Bild und der Metadatensatz völlig zusammen. Wir trennen es nicht. Wir haben da mit der Deutschen Digitalen Bibliothek verhandelt, die haben ja jetzt auf eine sehr tricky Weise, muss ich auch sagen, die Kollegen bemühen sich da sehr, auch die Möglichkeit offeriert, Bilder und Metatexte zu trennen aus urheberrechtlichen Gründen. Das tun wir nicht. Bei uns gehören diese Datensätze ganz eng zusammen und daran halten wir fest als Grundsatz. Ich nehme mal ein Beispiel, das habe ich in Europäer auch gefunden. Ich gehe davon aus, dass die Kollegen, die es reingestellt haben, bei MySpace, MTV, ProSieben etc. angerufen haben, um es reinstellen zu dürfen. Das sind die Grauzonen eventuell, aber die werden es sicherlich getan haben. Ich gehe jetzt mal zum Haus der Geschichte. Ich habe viele Plakate jetzt einfach mal genommen. Dieses von Johannes Rau, dieses Wahlkampfplakat. Muss ich mich da an die SPD wenden? Muss ich mich da an den Grafiker wenden? Das zweite Plakat, das Sie sehen, von der CDU aus den 50er Jahren. Glauben Sie denn wirklich, dass damals die CDU den Grafiker, mit dem ein Vertrag gemacht hat, wo der 19a geregelt worden ist? Da erzähle ich Ihnen mal eine Anekdote. Ich war bei einem Kollegen am Schreibtisch gestanden, wir tauschen uns da hin und wieder aus und er sagte, er hat auch CDU-Plakate in seine Datenbank eingestellt und hat dann von einer dieser Parteien, von dem Archivar dort, einen Brief bekommen, dürfte er denn das überhaupt? Und er wollte sich mit mir da austauschen, nenne ja jetzt keinen Namen. Und ich stand dann auch da, ich habe ihm einen Rat gegeben, schreib doch einfach zurück, du hast das Recht auch nicht. Das ist doch die Situation. Wir können es bei den anderen Plakaten auch machen. Ich gehe jetzt mal weiter, auch mit Blick auf die Uhr. Ich will bloß mal demonstrieren, welche Objekte alle betroffen sein können. Sie haben doch viele auch Briefesammlungen. Und da ist jetzt wieder die Frage, die uns auch die Jurist immer zu beantworten versucht, ab wann hat ein Brief einen Werkcharakter? Wenn ich Paul Klimpel einen Brief schreibe und sage, hättest du mir vorsagen können, dass ich eine Stunde reden soll, nicht bloß eine halbe Stunde, ist das kein Werk. Aber wenn Herr Renner in seiner elaborierten Art ihm etwas schreibt, da steckt natürlich Intellekt dahinter und das könnte man dann als Werk eventuell verstehen. Deswegen nenne ich Ihnen das Beispiel hier das muss also auch mit durchgeprüft werden. Hier wird es auch besonders deutlich, wir haben natürlich als Haus der Geschichte ein Jugendzimmer auch erworben. Jugendzimmer sind für uns Ausdruck, wie schlägt sich Jugendkultur eben nieder. Und das wird man natürlich auch gerne der Öffentlichkeit zeigen. Nur, die Jugend denkt auch nicht an Urheberrecht. Da hingen Poster an der Wand, da hingen Schallplatten an der Wand. Wenn wir das jetzt aber ins Netz stellen unter dem Aspekt Zimmereinrichtung, wir müssten es rechtlich betrachtet prüfen. Weil wenn da nämlich ein Walt Disney Plakat hinge, da würde ich es überhaupt nicht in eine Datenbank stellen, weil da wüsste ich ganz genau, ich hätte am nächsten Tag den Justiziar von Walt Disney bei mir im Büro. Und jetzt zum Abschluss, als Pars pro Toto, das ist das einzige dreidimensionale Objekt, das ich Ihnen zeige. Aber schauen Sie mal auf, worauf sitzen Sie denn? Glauben Sie, dass dieser Stuhl nicht designt ist? Das ist von Philips designt. Wir haben in den Sammlungen VWs, ob das Ferdi Porsche hat das Urheberrecht oder VW, ich weiß es nicht. Aber durchdekliniert nach dem Urheberrecht müssten wir dort erst mal fragen, ob wir es überhaupt reinstellen dürfen. Das ist doch die Situation.
Lange Rede, kurzer Sinn. Vor diesem Hintergrund haben wir uns auch Gedanken gemacht und zunächst nochmal eine Zusammenfassung, was diese ausgewählten Beispiele aus meiner Sicht zeigen. Datenbanken zu Museumsobjekten sind ohne Abbildung nicht besonders hilfreich. Wir Museen leben einerseits vom Original und wenn wir vom Original leben, muss man auch sagen, andererseits im Internet, zumindest in gleicher Weise von der Visualisierung unserer Objekte. Wenn diese Visualisierung aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, verlieren solche Datenbanken ihren Sinn, aus unserer Sicht der Dinge. Wir Museen leben von den Bildern. Wenn man sie uns in Datenbanken wegnimmt, bleibt ein schwarzes Loch der Visualität für Objekte des 20. und 21. Jahrhunderts. Zweitens, nur eine gesetzliche Regelung mit einer entsprechenden Schranke im Urheberrecht kann uns hier weiterhelfen. Sonst ist das museale Kulturgut des 20. und 21. Jahrhunderts in seiner Mehrheit nicht in Datenbanken einbringbar, ohne Museumsmitarbeiter Rechtsverletzungen auszusetzen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand des Deutschen Museumsbundes auf Initiative der Fachgruppe Dokumentation 2012 ein Positionspapier entwickelt, das von der Politik eine grundsätzliche Lösung dieses Problems erbittet. Folgender Lösungsvorschlag wird vorgelegt. Museen, die vorwiegend öffentlich finanziert sind oder nicht kommerziellen kulturellen Zwecken dienen, erhalten im Zuge einer Weiterentwicklung des Urheberrechts die Möglichkeit, in öffentlich zugängliche Internetdatenbanken ergänzend zu den Textmetadaten das ihnen anvertraute Kulturgut auch visuell in einer dem Medium angemessenen Form zu präsentieren, ohne dafür Gebühren entrichten zu müssen. Nicht? Bei 40.000 Plakaten, nicht? Wenn Sie einen Vertrag von mir mit einer Verwertungsgesellschaft abschließen würden, 40.000 Plakate mal 1 Euro im Jahr, wenn man das verhandeln kann, sind 40.000 Euro pro Jahr. Was machen Sie das Jahr drauf? Da zahlen Sie ja wieder 40.000. Und jetzt gehen Sie mal als Sammlungsleiter einer Institution zu Ihrem Direktor und Präsidenten und fordern das ein. Die Antwort, die kann ich mir vorstellen. Abgesehen davon, dass die Politik dies auch so nicht mitmachen würde. Um Urheberrechtsverletzungen in diesem Zusammenhang zu reduzieren, vielleicht sogar auszuschließen, ist über technische Beschränkungen sicherzustellen, dass über die Belegfunktion hinaus rechtlich unzulässige Werkwiedergaben ausgeschlossen werden. Entsprechende Einrichtungen sind ja zum Beispiel die Bildqualität oder digitale Wasserzeichen, ähnliche Dinge vorzunehmen. Diese Regelungen wären meines Erachtens auch im Interesse des Urhebers und der Gedächtnisorganisation und der Öffentlichkeit. Denn diese angemessene Visualisierung von Beständen liegt auch im Interesse der Urheber bzw. der Rechteinhaber. Sie wissen doch selber, wie viele Künstler bieten Ihnen ein Objekt an, um nur sagen zu können, es ist in einer Sammlung. Wenn man mit den Urhebern auch spricht, und heute tue ich das auch bei einem Objekterwerb, dann sagen die selbstverständlich, gebt es rein, damit ich im Internet auch auffindbar bin. Ich glaube, dass da eine Interessensparallelität auch besteht. Aber über ein Gesetz muss man sowas regeln, nicht über individuelle Lösungen. Die im öffentlichen Auftrag Kulturgut sammelten Institutionen pflegen ihre Bestände mit hohem Aufwand. Wir dokumentieren deren Status sowie deren gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontext. Damit sichern wir das Kulturgut in seiner Existenz für die Zukunft und halten es zugänglich für die Gegenwart. Wir tun dies im öffentlichen Auftrag zum Nutzen der Allgemeinheit und zum Nutzen der Urheber. Daher sind nicht kommerzielle Museen als wichtige Kulturgutträger im Urheberrecht durch entsprechende Schrankenlösungen zu berücksichtigen. Meine Damen und Herren, an der Stelle will ich dann schließen und komme auf den Anfang zurück, beziehungsweise ich möchte Sie auch bitten, dass Sie dieses vom Museumsbund entwickelte Konzept auch mittragen. Ich plädiere dafür und hoffe, dass, und ich wollte diese Chance auch nutzen, Ihnen das nochmal zu erläutern und um Unterstützung zu bitten. Von daher glaube ich, sagen zu können, wir sollten hier die Politik mit ins Boot holen und hätten wir eine klare gesetzliche Regelung, müssten wir, erinnere ich, komme auf den Anfang zurück, nicht den 70. Todestag eines Künstlers herbeisehen und könnten unsere Objekte zu Lasker Schüler, Kollwitz, Geiger über das Netz auch schon früher zugänglich machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.